heute am ersten Tag Videokunst im öffentlichen Raum und haben uns hier das tolle Glashaus ausgesucht, was Katja und Igor verwalten, das wisst ihr alle, ne? Aber so schön wie heute ist es, glaube ich, nicht ganz so oft, also so überschaubar um nachts, ne, meine ich jetzt, ne? Tags, meins ist es Also, und zwar für diese wunderbaren Bilder sind verantwortlich, ich fange einfach mal der Reihe nach an, der Igor, dann, wen haben wir denn noch? Der Frank Göllmann. Die Anja Vormann, das sehe ich jetzt gerade, die hat diese Pflanze gemacht, die aus dem Top raus will. Die Anja muss noch zu Hause arbeiten. Oh, 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 schade, schade. Ja, so ist das. Dann haben wir hier den berühmten Samir Kandil. Ja, der Kavia von Blackbox. Genau, der ist jetzt auch schon ganz oft dabei. Ist ja nicht so, dass wir alle hier uns zum ersten Mal treffen. Wir sind ja schon eine eingeschworene Gemeinschaft, ne? Ja. Von Video, ja, Video, Machern und wie auch immer, Videozeigern und Verbrechern. Ne? Nein, 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 das gerade jetzt nicht. Ach, das hast du da drauf, tu das weg. Los. Na gut, so, und dann den Marc Potocznik, wo ist er? Marc, ach da, ganz weit hinten. Marc hat das Video gemacht. Tageslicht. Bitte? Tageslicht. Tageslicht, also kritisches Thema. Es geht um Tod und Leben. Ne? Und das müsst ihr euch einfach angucken. Man muss sich einfach berauschen lassen von diesen ganzen Bildern, die hier ja, künstlerisch wertvoll aufs Glas gewandt worden sind, um das mal so zu sagen. Ja, ne? So, jetzt habe ich aber die Anja Vormann noch vergessen. Die hat gerade diese Pflanze hier, die wandern will, gemacht. Ne? Und die kommt gleich nochmal. Die ist im Augenblick noch beschäftigt mit ihren Studentinnen. Wir sind hier aus allen Kunstrichtungen aktiv und ja, mit Video und Film aktiv auf jeden Fall. Ne? So, und die Linda Kühe, die ist auch nicht da, die muss noch arbeiten. Bist du gerade? Ach, super. Linda. Schön, ich bin die Katja. Schön. Also, Linda, du hast welches, wie haben wir das drauf? Ganz hinten. Das, bitte? Das. Ja, unser Leben. Ja. Rigos Entdeckung. Ja, okay. Studentin von Anja Vormann. Unter anderem. Unter anderem, genau. Man ist ja nicht immer nur bei einer Professorin oder Dozentin. Ja, dann würde ich einfach sagen, lasst euch mal berauschen und kommt am besten bis Samstag anschließend jeden Tag wieder. Damit hier immer ein paar Leute bei den Aufsichtspersonen stehen, damit wir uns gut unterhalten können. Also, es sind alles professionelle Filme mit verschiedenen Formaten erstellt und ich denke, es hat allen viel Spaß gemacht. Wir zeigen auch die Filme in der Blackbox zweimal im Jahr. Da seid ihr auch herzlich eingeladen, einfach im Verzeichnis Blackbox gucken, wann wieder was läuft, Kurzfilm.de. Da haben wir fast alle schon was gezeigt, ne? Ja, dann erstmal für die Künstler, die hier praktisch so viel Arbeit investiert haben und auch mitgeholfen haben, das Glashaus einzukleiden und das Glashaus mit den Filmen halt eben richtig auszurichten, wie Gloria und Frank, die haben eben stundenlang an den Filmprojektoren gestanden. Dann Samir und ja, wir oder ihr habt gestern in 4,5 Stunden Arbeit das Glashaus eingekleidet. Ne? Jeder macht irgendwas hier. Und ich habe die Player besorgt und so weiter. Also allen Mitwirkenden erstmal einen großen Applaus. Und großen Applaus auf die Bühne. Ja, großen Applaus von ganzem Herzen, ganz fleißig und also richtig kraftvoll die Aktion. Ist ja Glashaus und außerhalb vom Glashaus Durchfluss. Genau. Lieben Dank. Neben dem Glashaus. Danke für Ist ja schon eine festliche Aktion.